Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge verzockt. Transport Fieber. Jetzt sollten wir gleich in der Linie hier die Produktion ohne Probleme verdoppeln können. Das Potenzial ist da. Deswegen kann hier jetzt auch nach und nach der Zug profitieren, der auf dieser Linie fährt, weil jetzt haben wir halt hier mehr oder weniger die letzten drei Linien sind alle Katastrophe. Also Linie 4, Linie 5 und Güter Haslau. Das baut im Moment gerade alles aufeinander so ein bisschen auf. Die Linie 4 und Linie 5 wurde ja gegründet, mehr oder weniger um die Linie Güter Haslau ein bisschen zu unterstützen. So, jetzt kriegen wir hier den Ausbau. Von so einer kleinen Hütte auf. Großen Stall noch dazu. Und die Produktion geht sofort hoch. Und das ist halt gut, dass zuerst diese Produktion jetzt ausgebaut worden ist. Weil da können wir nämlich jetzt was ganz Einfaches sagen. Diese Linie kann jetzt erstmal die Lebensmittelfabrik richtig, richtig voll machen. Könnte. Aber die Produktion steigt hier nicht, weil da einfach nichts da ist. Dementsprechend fordern die halt nicht mehr an. Da kommt einer wieder, der ein bisschen was bringt. Plang. Ein Viehlieferant. Was die Produktion jetzt eigentlich sofort merken sollte. Nö, die gehen da ganz gemütlich hoch. Wir haben hier 20 Fahrzeuge für Vieh und Getreide. Und hier fährt einfach nichts. Ja, nach und nach wird das schon. Habe ich hier gerade das Hauptnetzgüter gesehen? Da ist es tatsächlich. Hat gerade wohl nicht so viel zu tun. So, wir sind hier bei 5 Millionen. Die Linie 4. Na gut, das braucht Zeit. Hier Mühltal ist auch so voll.
Warenmühltal. Das ist ja eine reinste Katastrophe. Unterstützung kommt. So, bist du immer noch bei 300. Das ist der Wahnsinn, das ist zu wenig. Ist das die Unterstützung hier? Ja, das ist die Unterstützung für Mühltal. Achso, die müssen ja auch hier noch durch die ganze Stadt durch. Aber ich glaube, hier ist es nicht ganz so schlimm. Boah, hier ist auch so viel. Zwei nochmal draufsetzen. Ah, komm, wo bleibt die Unterstützung? Kommen Sie da? Oh, hier ist auch mega Stau. Aber die Unterstützung ist unterwegs. Oh. Ich bin vom Mühltal. Mühltal. Da noch mal ein bisschen mehr ransetzen. Aber ich müsste jetzt mal langsam zukommen. Da ist einer. Da kommt der zweite gleich hinterher, da kommt der dritte gleich hinterher. Das ist nicht optimal. Und der wird hier wahrscheinlich richtig Asche machen. Ja. Beim zweiten geht es eigentlich auch noch. Aber das ÖPNV-Hauptnetz. Bricht hier weg. Ja, erstmal egal.
Aber es fahren da tatsächlich viele mit. Es ist hier eine relativ gute Tram-Auslastung. Da kommt der nächste Zug. Wo läuft der Schwall hier hin? Okay, der verteilt sich gleich in der Einkaufsstraße. Das ist auch gut. Ja, bin ich mir zufrieden. Du musst Gas geben, hier, Kollege. Du musst Gas geben. Oder wir müssen die Linie 4 wirklich sagen, funktioniert nicht. Wir machen hier nur wirklich nur Getreide. Gut, du produzierst jetzt hier zwar noch links, weil wir halt noch einen drauf haben. Hatten. Solltest jetzt hier theoretisch runtergehen. Ja, genau, du gehst runter. Wo kommt der nächste Tick, der die ganze Geschichte anpasst? Da kommt der nächste Tick, aber doch falsch. Wann merken die, dass wir kein Vieh hier mehr transportieren können? Das ist jetzt eine interessante Frage. Bauernhof hat extra einen riesengroßen Schweinestall hingebaut und wir sagen, nö. Wir wollen das nicht mehr. Gut, jetzt haben sie halt zwar gemerkt, dass wir hier kein Vieh mehr machen. Vielleicht wollte ich mal ganz kurz losschicken. Damit die merken, hier fahren Fahrzeuge. Und hier fahren halt nicht wirklich wenig Fahrzeuge. Hier fährt eine ganze Ecke an Fahrzeugen. Merkt ihr das? Hier fährt eine Ecke an Fahrzeugen. Scheiße.
Scheiße, die kriegen 6.500. Ups. Und die anderen können nur 880. 820 meine ich, 820. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich hoffe, die merken jetzt, dadurch, dass wir jetzt die mal losgeschickt haben, dass die deutlich mehr können. Vielleicht sollte ich die, damit die auch sich erstmal eintarieren können. Merken, dass wir hier vielleicht ein bisschen mehr als 820 transportieren können. Zum Beispiel 1082. Dann wäre es halt nicht verkehrt. Guck mal, wir können nämlich 2000 transportieren hiermit. Also, fahre deine Produktion hinauf. Du kannst doch, da 3300, du willst. Vollgas. Oh, 120er Produktion, das ist doch nichts, da muss Gas gegeben werden. Musst du auf 800 springen. Locker auf 800. Okay, jetzt habt ihr wenigstens schon auf 400 angepasst, aber wie lange? Ist Potenzial, das heißt, es wird hier ein bisschen steigen, aber nicht wirklich viel mehr. Und in der nächsten Folge fangen wir mal an, wieder richtig auszubauen. Ah, guck mal. So langsam macht sich das hier auch bemerkbar, dass die jetzt mal die Produktion hochfahren. Das heißt, wir sollten das jetzt auch hier bemerken. Oder
Echt. Gut, das Personennetz. Oder wir müssen das Personennetz nochmal machen. Weil da hätten wir auch noch ein bisschen Potenzial. Weil wir haben ja hier theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile stehen. Das heißt, wir könnten theoretisch es vorsichtig so machen und sagen, pass auf, wir nehmen die Signale hier raus, dass die dann wirklich nur rausfahren können, wenn sie auch freie Fahrt in den nächsten Bahnhof hat. Weil damit würde der jetzt hier so lange stehen bleiben, bis der unten aus dem Bahnhof rausfährt. Und wir kriegen dementsprechend halt wieder einen künstlichen besseren Takt rein. So, der fährt nämlich raus. Müsste dann die Kreuzung frei machen und dann kann der losfahren. Gut, jetzt steht zwar da schon wieder der nächste, aber wie gesagt, künstlicher Takt. Weil in der Zeit konnten sich da wenigstens schon wieder ein bisschen was ansammeln. Und das gleiche hier. Der muss hier warten, kann nicht rausfahren, dementsprechend sammelt sich ein bisschen was. Gut, hier kommt jetzt eh gerade keiner. Aber wir sollten das in den Einnahmen eigentlich wieder merken. Ja, an den Gleisen haben wir teilweise echt lange nichts mehr gemacht. Und da kommt wieder genug rein. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich war der Bahn, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.